Viele hatten ja auch Portugal zugetraut, in die Medaillenränge vorzustoßen, aber Apollonia und Co. sind schon in der Vorrunde gescheitert. Ebenso wie der Vorjahresfinalist Dänemark, allerdings auch ohne Europameister Michael Mays. Mays ist ja kurz vor dieser Europameisterschaft operiert worden am Knie. Und heute hat Benners Cheftrainer Peter Sarz ein aktuelles Interview gegeben zum Thema Mays und gesagt, Dezember könne er wahrscheinlich wieder ins Training einsteigen. Jetzt die Auszeit auf tschechischer Seite oder doch nicht? Blickkontakt zwischen Simončík und Demek. Nein, er will selbst richten. Begnügt sich mit der Handtuchpause. Bei 9:9. Und da hat er sich den ersten Matchball erarbeitet, Josef Simončík. Na, das war ein bisschen zu wild. Hätte er diesen Ball ein bisschen überlegter gespielt, wäre dieses Match schon beendet gewesen. So geht es in die Verlängerung im dritten Durchgang. Und plötzlich doch noch ein Satzball für Vitali Njegledovic. Ja, den hat also Josef Simončík noch verzockt, diesen dritten Satz, verliert ihn mit 10:12. Da hatte sich Wladimir Samsonov schon darauf eingestellt, dass er ganz, ganz schnell und ganz, ganz bald an den Tisch muss gegen Prokopzow. Aber dieses Dreierduell zwischen Simončík und Njegledovic geht jetzt erstmal in den vierten Satz. Es ist nicht die große spielerische Augenweide, aber das haben wir uns auch nicht versprochen. Dafür bringen diese beiden Spieler einfach nicht das Niveau mit, das die anderen zu bieten haben. Und Tomáš Demek versucht, Simončík noch mal wach zu rütteln. Vielleicht der Kollege vom tschechischen Fernsehen. Ja, mit 0:3 wollen sie sich natürlich hier nicht geschlagen geben, die Gastgeber. Also dieser, sag mal, Anschlusstreffer zum 1:2 durch Simončík, der ist eigentlich Pflicht. Frage ist, ob danach dann noch was geht. Ob Prokopzow über sich hinauswachsen kann gegen Samsonov.
Natürlich ein Netzroller. Zu einem günstigen Zeitpunkt für Nedvedovic. Da drohte sich Simoncic abzusetzen. In diesem vierten Durchgang. Ja, eine 6:2 Führung, das muss es jetzt eigentlich sein für Josef Simoncic, der den dritten Satz noch aus den Händen gegeben hat, den er schon einen Matchball hatte. Na, wollte gerade sagen, wirkt jetzt deutlich entschlossener und konzentrierter und dann so ein Fehler. Also wenn Simoncic solche Bälle spielt, ist das ein Niveau, das Nedvedovic deutlich überfordert. Das haben wir im Verlauf dieser vier Sätze jetzt wirklich häufig sehen können. Aber der Tscheche leistet sich natürlich auch immer wieder ziemlich derbe Konzentrationslöcher. Spielt dann häufig Bälle nicht vernünftig zu Ende. Und das bringt Nedvedovic immer wieder ins Spiel zurück. Der für seine Verhältnisse eine gute, solide Leistung bietet. Aber hier am Ball vorbeisemmelt Vitali Nedvedovic. Die Riesenchance zum Ausgleich. Ball springt weg. Und er hat es nicht richtig eingeschätzt. Zwei Matchbälle. Es sind
die Matchbälle Nummer 2 und 3 insgesamt in dieser Partie für Josef Simoncic, der jetzt endlich den Sack zumachen will. Den Weg frei machen für Dimitri Prokopzow, der auf das Wunder gegen Wladimir Samsonov hofft. Und da ist es passiert, Josef Simoncic hat erneut den Anschluss geschafft, genau wie gestern im Viertelfinale gegen Russland, freilich gegen einen Gegner, der nicht annähernd so stark war wie der gestrige. Gestern gewann er ja gegen den EM-Dritten im Einzel des Vorjahres gegen Fjodor Kuzmin, und Wladimir Samsonov ruft sich schon ein, hüpft im Hintergrund, weiß, jetzt muss er wieder ran und will jetzt den entscheidenden dritten Punkt für Weißrussland holen mit einem Sieg gegen Dimitri Prokopzow, den Finaleinzug perfekt machen. Ob es gelingt, die Antwort gleich live hier bei Eurosport.